Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von F1 Manager. Ja, im letzten Rennen sind wir in Silverstone gefahren, was einen Sieg von Schumacher vor Bouchard bescherte, vor den beiden Alpines. Und Verstappen, der sich dann gut von hinten vorn kämpfen konnte, genau wie Leclerc einigermaßen. Ja, der Vorsprung sagt schon wieder Bände. Es war ein relativ ruhiges Rennen für uns. Ne? Schumacher hat den Start gewonnen gegen Bouchard. Dann hat Bouchard sich in der dritten Kurve ein bisschen verbremst vor allem. Wodurch ja das Rennen eigentlich schon gut entschieden war. Am Ende waren es irgendwie 11 Sekunden Vorsprung nach dem Stopp und den hat dann ein bisschen Bouchard aufgeholt wieder. Nichtsdestotrotz eigentlich ein ganz gutes Rennen. Na, nicht viel, was passiert ist. Nächstes Mal ist Ungarn. Ist jetzt dran. Entwickeln können wir gar nichts. Da sind wir halt voll auf Forschung fixiert. Wir müssen jetzt erstmal schauen, was wir noch so bauen müssen. Chassis müssen wir noch auf jeden Fall bauen. Bringt ein bisschen Update. Ne? Also, auch wenn es nicht viel ist. So, Frontflügel brauchen wir auf jeden Fall noch welche. Heckflügel brauchen wir. Oh, wir haben auf jeden Fall was zu tun, ne? Was zu bauen. Also, wir kommen mit einem großen Update, ne? Also halt Update. An sich haben wir von jedem was. Aber wir bauen ja halt noch. Und Unterboden, Seitgassen, Aufhängung sind wir noch am Bauen, was noch ein bisschen was dauert. Also, Aufhängung ist auf jeden Fall fertig. Dann können wir schon mal die Aufträge machen für den Frontflügel, weil wir haben nur zwei Frontflügel, was ein bisschen wenig sind. Ja, nehmen wir an, ne? Ungarn können sie uns gerne besuchen kommen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir zumindest mal unter die Top 4 kommen als Team, ist schon sehr groß. Ne, und da müssen auf die Finanzen, glaube ich, ein bisschen achten. Na, no, eigentlich gar nicht. Das Problem ist halt, können halt nicht viel machen, ne? Also, Forschen bringt, Upgrades bringen halt echt nicht so viel. Und von daher, ja, was will man da machen dann? So, Boxen-Q-Training. Ne. Die Boxen-Q darf jetzt sich mal jetzt wieder schön ausruhen. Nach Dings ist wieso dann erstmal Ruhe. Dann hier, da, Schlagschrauber. Schön mal ausruhen hier. Umso mehr die Boxen-Q ausgeruht ist, umso besser. Und auch hier nochmal, das hier darf auch noch rausgenommen werden. Ja, man merkt es nämlich, wenn die Leute gut genug ausgeruht sind, dann werden die Stopps auch besser. Ha! Guck mal, weißt du, wenn die hier deutlich... Die Stopps werden sogar schneller. Wer hätte das erwartet? Ich hätte nicht erwartet, dass die Boxenstopps jetzt schneller werden, weil die Leute hier eigentlich null trainieren. Ja, und dann dürfen sie ein bisschen Fitnessstudio machen. Ne? Ein bisschen Training müssen sie auch machen. Also das heißt, wir haben eine sehr, sehr erholsame Phase für unser Boxenteam. Und dadurch werden die Boxenstopps, das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte immer, wenn die müssen trainieren. Teamzentrale ist gebaut. 3,5 Millionen. Machen wir. Rennsimulator kostet uns 8 Millionen. Das Geld hätten wir. Und das Geld nehmen wir auch jetzt. Ja. Damit werden die Fahrer schneller besser. Ich weiß, dass wir Sachen bauen müssen. Wir haben noch 1 Million. Wir müssen ungefähr 4 Frontflügel bauen. Was ja eigentlich auch locker machbar ist für uns. Also 3 Stück würde ich auf jeden Fall sagen, können wir uns leisten. 4 Stück wird ein bisschen schwierig. Änderungen. Nö. Moment mal. Jetzt, sie wollen uns mehr Windzeiten klauen oder mehr CFD-Zeit klauen? Bitte was? Wir würden 16 verlieren als Meister für nächste Saison. Dagegen. Ich bin ein solcher dagegen.
Also ein bisschen braucht man natürlich auch, ne? Also Zeiten. Also 40 ist halt echt nicht viel. Zu den Autoteilen. Frontflügel bauen. Frontflügel bauen. So, Frontflügel haben wir nämlich nur zwei Stück. Das ist nämlich arg wenig. Ah, wir können es doch vier Stück leisten. Haben wir nämlich sechs Stück und die reichen dann erstmal. Ein Tag, dann ist auch. Oh, ein Tag ist der Unterboden auch fertig. Ich dachte, der Unterboden dauert noch ein bisschen länger. Problem ist, wir haben jetzt kein Geld mehr, um was anderes zu bauen. Forschung für Aufhängung ist fertig. Bedeutet, wir können erstmal jetzt die Leute verschieben. Wir haben fünf Leute jetzt. Jeder kriegt eine Person mehr. Auch wenn ein. Obwohl, Unterboden braucht das sehr lange. So, kriegt Unterboden mehr Leute. Ja, der Heckflügel ist auch noch okay, aber. Wir haben ein paar Tage, die jetzt gleichzeitig fertig werden. Wir nehmen hier diese Person einmal raus nochmal. Packen die hier rein, dann dauert das auch schon mal wieder 5 Tage weniger. Haben wir 9 und 10 Tage sind alle fertig. Ja, dann können wir uns nach Spa wahrscheinlich dann mal was gönnen, ne? Oder können wir uns noch einen Frontflügel? Eigentlich müssen wir noch einen Frontflügel leisten können. Erstmal müssen wir den Strang hier mal umbauen. Ne, wie kommen wir jetzt ins. Oh, okay. Ins Trainingsprogramm. 3% Motor. Puh, das sollte vielleicht für ein Training reichen bei Schumacher noch. Ja, wobei Schumacher nichts war, der trotzdem ein bisschen mehr verbraucht. So, kriegen wir einen Heckflügel noch hin? Nein, kriegen wir nicht. Auch kein Chassis. Boah, Chassis ist aber übel teuer. Aufhängung, ja, haben wir gerade das gebaut, 4 Stück. Unterboden haben wir auch 4 Stück. Das Geld reicht leider nicht. Okay, wird wieso nicht mehr funktionieren für ein Update? Von daher, boah. Sollte das was werden. Wir gucken aber allgemein, können wir Updates ins Auto packen von irgendeinem. Ne, hier geht er halt nicht mit dem Chassis noch nicht. Also wir kriegen zum Gott sei Dank noch Updates ins Auto. Guck mal, ein Frontflügel hat sogar geschafft, noch fertig zu werden. Auch hier nicht. Seitenkästen haben wir dann auch beide jetzt. Auch wenn es jetzt nicht so das Extrem. Obwohl, das war schon doch stärker, als man dachte. Jetzt muss man halt kleine Brötchen backen, ne? Hauptsache die Updates bringen mal was. So, jetzt haben wir wieder beide auf einem. Auf einer Rangliste. Aber 3% Motor, das wird schwierig. Ob das erste Training übersteht, ist fraglich. Also zurückversetzen werden wir wahrscheinlich einmal machen müssen. Die Frage ist so, wo? Herzlich willkommen am legendären. Weil wir haben ja das Glück, dass wir hier drei Motoren haben. Oh, Qualifying im Regen. Und von daher. Ja, gehen wir erstmal ins Training Nummer 1. Und trotzdem Dritter und Siebter. Wow. Und die Setups sind schon mal sehr, sehr gut. So, hat jetzt Boucher ein bisschen Probleme gehabt? Motor geht noch. Haben wir 2% Motor noch. So, Traktion muss höher. Ja, Flügel ist jetzt ein bisschen mies, ne? Jetzt mal noch zurück. So, Traktion ist damit drin. Den Rest kriegen wir auch noch irgendwie. Irgendwie noch hingewurschtelt. So, probieren wir erstmal das. Man muss erstmal testen. Mehr Traktion, mehr davon. Flügel ist halt schwierig. Dann noch irgendwas rauszuholen. So. Nächstes Training. Sechster und ja, Schumacher ist wahrscheinlich irgendwie stehen geblieben irgendwann mal.
Platz 15 liegt. Aber 95 und 94er Setup, also das ist schon mal super. Ah, ne, 0% Motor, da sieht man es ja, er ist stehen geblieben. Dass wir den Motor jetzt auswählen durften, noch für das eine Training, ist schon mal ein Wunder. Was machen wir denn jetzt hier? Wir müssen es mal so testen. Damit kommen wir vielleicht bei der Kran wieder auf die richtige Position. Die kriegen es dann meistens selber gut immer geregelt. So. Manchmal sind minimale Änderungen mehr als gar keine Änderungen. Aber wir haben 94er und 95er Setup. Schumacher erst. Ja, da merkt man direkt Motor da, ne? Wir haben uns leicht gesteigert nochmal. Damit kann man auf jeden Fall mal was machen. Es regnet schon, es regnet schon. Bei dem Wetter aktuell, ja, wünscht man sich eigentlich keinen Regen, aber gleichzeitig auch schon, damit es mal ein bisschen wärmer wieder wird. Also mal ein bisschen wieder nass wird. Es ist so ein Mischding, muss man sagen. Dann wünsche ich gleichzeitig keinen Regen, aber gleichzeitig wünscht man sich doch gerade doch Regen, damit mal die Pflanzen und so mal wieder nass werden. Zum Motor ist okay, ERS da drauf. Also ein ERS glaube ich schon, dass wir noch was eins brauchen. So, dann auf ins Qualifying, weil das an Setup werde ich jetzt nichts mehr machen. So gute Setups haben wir selten. So, am Ende wird es trocken, das heißt, am Ende wird es sogar ganz trocken, kann das sein? Stimmt, dadurch, dass es regnet, kann man mit den anderen Reifen fahren, aber wir müssen halt natürlich schauen, was wir mit den Reifen machen. Ne? Klar, jetzt auf Intersten sich eine Zeit zu setzen, ist natürlich gar nicht so verkehrt. Wir gehen doch mal auf den Intersten und werden auf jeden Fall nach einer Interzeit fahren. Wir müssen gucken, wann. Weil wir müssen immer noch genug Zeit haben, um dann wieder zu reagieren, ne? Damit wir auf trockene Zeiten rausfahren. Obwohl viele immer drin geblieben sind. Okay, Strecke sollte jetzt trockener werden. Das heißt, jetzt kann man den ersten Versuch mal starten. Dann werde ich auch schnell, relativ schnell nur vorspulen, da werden wir jetzt nicht zugucken, oder? Wir gucken zu. Die Strecke ist schon mal ganz gut. Aber viele sind halt alle jetzt gerade draußen. Zarte sogar auf Regenreifen. Wenn manche zu spät sind, könnten wir sogar auf Hard probieren, eine Runde zu setzen. Könnte möglich sein, ne? Aktuell sind alle auf Inters unterwegs, außer Sergeant. Der erstmal wieso klar ist, mal letzter wird. Die beiden sind nicht echt kaum was, ne? Gegen die Zeit von Perez. Keine Probleme. So, jetzt ist natürlich die Frage. Die meisten werden halt nochmal rausfahren. Ah, Medium, Soft. Oh, wir gehen auf Soft. Wir gehen doch lieber auf Nummer sicher, weil... Mit 2 Minuten kommt nochmal Regen. Nö, kommt kein Regen mehr. Oh, wir fährten da so langsam. Wir haben direkt Fahrzeuge vor uns, das ist jetzt echt mies, aber das ist nicht so schlimm, ne? Wir haben Ferrari und wir haben einen Alpine vor uns. Die sind Gott sei Dank jetzt nicht so langsam. Alle auf Hard.
Okay, hätte ich das gewusst, hätten wir auch die Hardnets nutzen können, ne? Aber ist okay. Ja, wir werden gerade richtig aufgehalten. Ja, solange wir eine freie Fahrbahn bekommen, ist alles gut. Oh, Pusher, sogar im Qualifying geht an einem vorbei. Aktuell wären wir raus, aber das... Na, Vierter und... We're currently P4. Fünfter. Nice lap. We'll box at the end of this lap. Ja, da haben wir nochmal... Ich glaube, wir hätten mit hart fahren können. Waren aber eigentlich sehr, sehr spät draußen auch. Und dann die Softreifen und dann den ganzen Verkehr. Nicht gut. Oh, Full Wets. Okay. Ja, dadurch ist das ATA-Qualifying komplett hinfällig, ne? Wir brauchen auf jeden Fall Inters. Müssen wir auch mal auschecken. Ich gehe mal erstmal auf die Inters wieder. Weil es kann sein, dass das für Trockenreifen auch schon reicht. Ich weiß es auch noch nicht. Jetzt von alle raus. Das nutzen wir auch mal. Fahren wir auch mal direkt raus. Ja, wir werden es jetzt sehen, ne? Umso später man über Linie kommt, umso besser ist die Strecke. Auf Dauer. Das heißt, der Mercedes vorne hat die schlechtesten Streckenverhältnisse gehabt. Ocon oder Perez, ich weiß gar nicht, wer es ist. Ist es Perez? Er hat die schlechtesten Streckenverhältnisse in dem Moment gehabt. Aber bleibt das jetzt dabei? Ja, das bleibt bei einer. Also Inters brauchen wir auf jeden Fall. 1:21,6. Also gute Zeit für Perez dafür, dass es regnet. Ja, kann sein, dass Pusher leicht aufgehalten wird. Ich weiß es nicht. Oder das Momentum liegt bei Schumacher. Das kann auch gerade sein. Fünfter und... Erster. Die Strecke wird nicht sonderlich mehr trocken, ne? Also rausfahren müssten wir eigentlich nicht mehr. Wir haben nämlich einen guten Vorsprung. Sie riskieren's. Ich glaube nicht, dass da irgendeiner uns knacken wird. Okay, okay, okay. Ich nehme alles zurück. Aber alles in dieser Zeit. Oh, alle sind durch. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass das so knapp wird. Ja, Pusher hat noch richtig Glück gehabt dann. Das war nicht viel, was für die Überraschung gesorgt hätte. Danke, sei trocken. Ja, wir müssen auf die Reifen aufpassen, ne? Zwei Stopp ist ja eigentlich hier sowieso Pflicht, fast. Regen. So, rausfahren werden die sowieso alle. Keiner wird die so großartig im Weg stehen. Weil man muss ja früh rausfahren, weil sonst die Strecke zu nass ist, für eine gute Zeit zu setzen. Und als Zehnter will man nicht starten. Aber Pusher hat schon einen guten Windschatten, ne? ...27.1 zu 27.3. Ja, das ist. Aber jetzt hat er Probleme in den Kurven, ne? Kurvenreich ist Hinschatten nicht immer gut. Nur auf den Geraden halt. Ja, man merkt das. Aber obwohl, das nur ein paar Tausende. So, die einzige Chance, die wir haben. 14,6 und 14,5. Kommt da irgendeiner ran? Nein. Dann ist es egal. Erster und Zweiter. Jetzt kann man wieso chillen in der Box. Qualifying vorbei. Gasly, warum? Joe, warum? Russell, warum? Hat doch keinen Sinn mehr. Ihr braucht fast schon Regenreifen. Oh, jetzt wird die Strecke kurz wieder trocken. Aber nur ganz kurzfristig. Haben die echt eine Kartstrecke hier? Wusste ich gar nicht. Weil ich stand irgendwann mal hier und konnte da auf die Strecke mal gucken. Als ich im Urlaub in Ungarn war. Ist aber schon Jahre her. Ich glaube 2000,
2, glaube ich, war ich mal da. Da lief auch gar nichts, ne? Also es war einfach nur... Da hieß es dann, da ist die Rennstrecke. Okay, können wir mal gucken. So, klarer Himmel. Wir starten auf den roten. Und zwar mit angefahrenen roten. Obwohl, wir könnten... Wir fahren mit neuen roten und könnten dann medium-medium fahren. Und, aber wäre es dann nicht sinnvoller, sogar direkt von Anfang an die Strategie zu teilen? Also mit Medium und dann Soft-Medium, das beide auch... Machen wir auch. Wir tun die Strategie, ja, splitten. Einer startet mit Soft, der andere geht später auf Soft. Oder sollen wir mit Medium starten? Genau, wir gehen mit beiden auf Mediums und danach können wir splitten. So viel können wir machen.